übertrieben und kleinkariert, dass man da jede Kilowattstunde von Kleinanlagenbetreibern erfassen muss. Also viele der Ökostromverträge bringen keinen Mehrwert für die Energiewende. Wohin geht das noch? Wie teuer soll denn der Strom noch werden? In Deutschland sind die Strompreise, die Haushaltsstrompreise schon die höchsten in ganz Europa. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin heute immer noch zu Gast bei Sven. Sven von Naturstrom, der Naturstrom-Sven. Wir sind hier in Berlin und zwar geht es heute ein bisschen, wir machen so einen In-Deep-Talk jetzt mal zum Thema Strom, Ökostrom, Preisentwicklung und so weiter. Wir gehen mal so bei so zwei, drei Stellen mal ein bisschen in die Tiefe. Wir haben ja auch schon ein paar grundlegende Fragen zum Thema Stromversorgung, Entwicklung, Ausbau der erneuerbaren Energien und so weiter besprochen in dem ersten Teil. Das könnt ihr euch hier, wir haben es verlinken es hier, klickt auf die Infokarte. Guckt euch das an, es war super spannend, der erste Teil, Sven, und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal noch so ein bisschen rein, denn der Hintergrund ist der, wir bekommen viele Kommentare, viele Fragen und ihr wisst das, wir fordern euch ja auch immer dazu auf und bitten euch darum, Fragen, Kommentare uns zu schicken und dann sammeln wir die immer und heute mit Sven von Naturstrom. Und bevor es losgeht, Sven, Naturstrom, also jetzt kommt sozusagen der Werbeblock, obwohl bitte... Du hast es bestätigen. Was kriegen wir von euch dafür? Nichts. Gar nichts. Genau. Also selbst die Parkgebühren von 6,50 Euro tragen wir selber. Einen Tee habt ihr bekommen. Das stimmt. Wir haben einen Tee bekommen. Ja. Der war übrigens sehr lecker. Vielen Dank dafür. Gerne. Nochmal. Aber im Ernsthaft, also ihr seid ja nicht nur einer der Pioniere der Ökostrom-Szene, sage ich jetzt mal. Wobei, das muss man ja so gar nicht mehr sagen. Es ist ja eigentlich schon fast Mainstream, Ökostrom. Jein, wie ist das eigentlich? Wie viel haben eigentlich schon ihren Stromversorger zu Ökostrom gewechselt? Wisst ihr das so bundesweit? Ich glaube, es sind schon relativ viele, aber wir trennen das tatsächlich so ein bisschen in die echten Ökostromversorger, die auch einen Mehrwert für die Energiewende haben, die erneuerbare Energien ausbauen, die eben nicht nur Herkunftsnachweise aus Norwegen oder sonstigen skandinavischen Ländern kaufen und ihren Graustrom von der Börse damit grün einfärben. Und ja, da gibt es eben doch noch deutliche Unterschiede. Diese echten Ökostromverträge, da schätzen wir, sind so 1 bis 1,5 Millionen. Mhm. Also bei knapp 40 Millionen Haushalten doch noch die Minderheit. Mhm. Auch wenn insgesamt würde ich dir recht geben, wahrscheinlich schon der Großteil der Menschen zu Hause einen Ökostromvertrag hat. Wie sinnvoll der dann immer ist aber eben doch ein Unterschied. Aber da kommen wir ja auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Jetzt macht ihr auch schon sehr lange ganz viel im Bereich Elektromobilität und du kriegst jetzt von mir die Challenge, du hast jetzt 60 Sekunden Zeit. mal darzustellen, was ihr eigentlich im Bereich E-Mobilität macht, um das Thema voranzubringen. Genau, also wir kommen von der nachhaltigen Energieversorgung. Wir wollen das für alle Lebensbereiche eigentlich möglich machen und dann insbesondere in der in der Mobilität generell. Und da ist für uns eben die Elektromobilität eigentlich der Königsweg, das zu erreichen. Wir versuchen da bewusst nicht nur auf einen Antriebswechsel zu gehen, sondern nachhaltigere Angebote insgesamt zu schaffen. Das heißt eben auch wirklich stärker vom Auto aufs Zweirad. Sharing-Angebote, dass eben Platzverbrauch auch adressiert wird. Und so einen insgesamten Schwenk in Nachhaltigkeit und weniger Emissionen hinzubekommen. Was wir konkret machen, wir haben, was wahrscheinlich für viele eurer Zuschauer auch attraktiv ist, einen Autostromtarif, der Naturstrom E-Mobil. Dazu braucht man eigentlich auch keinen Zusatzzähler, sondern er wird wirklich einfach zu Hause, wenn man ein Elektroauto hat, kann man den sich buchen, wird dann über den Haushaltszähler abgerechnet. Das heißt dann eben auch nicht nur der Ladestrom, sondern der gesamte Haushaltsstromverbrauch zu einem etwas günstigeren Preis. Dann eben einen Ladezugang zu öffentlichen Ladesäulen, die Naturstrom Smart Charge App. Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden auch Wallboxen an, die sie bei uns über sehr gute Konditionen beziehen können. Haben aber eben auch jetzt bewusst ein Zweirad-Sharing-Modelle. Also in Köln haben wir ein Modellprojekt, wo wir mit E-Lastenrädern überall in der Stadt unterwegs sind und die Leute spontan buchen können. Wir haben jetzt gerade gelauncht ein Angebot, wo man zur Miete so ein Abo-Rad, dass man sich ein Pedelec oder ein Lastenrad, die ja doch öfter teurer sind, dass man sich die mieten kann, um eben die Investitionskosten nicht zu haben, aber trotzdem den Umstieg vielleicht zu schaffen. Also da versuchen wir wirklich so ein Rundum-Paket zu schaffen, wie Elektromobilität auch in das Zuhause unserer Naturstromkundinnen und Kunden kommen kann und damit eine nachhaltige Mobilität gewährleistet werden kann. Super. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, ich glaube, es waren 59 Sekunden. Keine Ahnung. Sven, also eine der weiteren Kernfragen, die wir immer wieder kriegen, auch Kritik, die natürlich geäußert wird, ist, der Strom wird doch immer teurer in Deutschland.
wohin geht das noch? Wie teuer soll denn der Strom noch werden? In Deutschland sind die Strompreise, die Haushaltsstrompreise schon die höchsten in ganz Europa. Wie ist es aus eurer Perspektive, die Entwicklung? Glaskugel haben wir alle nicht, das ist klar. Genau, also wir müssen erstmal zwei Sachen unterscheiden. Es gibt ja einmal den Börsenstrompreis, zu dem im Großhandel Strom zwischen Erzeugern und eben Stromhändlern wie uns gehandelt wird. Und dann gibt es den Haushaltsstrompreis, der tatsächlich sehr hoch ist, was zuletzt nicht unbedingt an dem Börsenstrompreis liegt, der sogar relativ günstig war in Deutschland, zumindest bis zum letzten Jahr. Aber der Strompreis hier ist relativ stark mit Steuern und Abgaben und Umlagen belastet. Das ist erstmal so, kann man konstatieren. Macht uns auch nicht immer Spaß, gerade wenn es in den letzten Jahren dann auch Erhöhungen dieser Abgaben und Umlagen gab, die wir dann eben im Normalfall auch weitergereicht haben. Dafür haben wir natürlich auf der anderen Seite auch die Mehrwertsteuersenkung beispielsweise auch weitergereicht. Also da wurde es auch mal ein bisschen günstiger, kommt auch vor. Aber tendenziell ging es in den letzten Jahren in die eine Richtung und immer höher. Und wie gesagt, das ist natürlich nie eine schöne Nachricht, das auch den eigenen Kundinnen und Kunden mitzuteilen. Aktuell gibt es da so ein bisschen parallele Entwicklung. Also einerseits ist es so, ein großer Faktor auf dem Strompreis ist ja die EEG-Umlage, die wir alle zur Förderung der erneuerbaren Energien zahlen. Die ist jetzt schon ein bisschen gedeckelt worden, die soll in den nächsten Jahren weiter sinken. Einerseits, weil der Staat da auch Geld reinstecken wird in das System und so die Umlage etwas geringer wird. Andererseits aber auch, weil die Börsenstrompreise, und das ist eben der zweite Teil, eigentlich eher gerade am Steigen sind. Mhm. Das macht die erneuerbaren Förderungen aber paradoxerweise günstiger. Also da haben wir aber eigentlich zwei Entwicklungen, dass zumindest diese Umlage eher weniger wird. Da könnte ein bisschen Entlastung auf den Strompreis sich entwickeln. Auf der anderen Seite hat man aber eben genau die steigenden Börsenstrompreise, das heißt bei uns im Einkauf wird Energie teurer. Das sind natürlich auch Kosten, die wir dann, also wir haben eher langfristig eingekauft, sind deswegen nur zu kleinen Teilen jetzt direkt betroffen, aber über die Jahre wird das natürlich auch immer mehr und irgendwann muss man das auch weitergeben. Da hat man also wieder eine steigende Entwicklung. Das, wie gesagt, läuft jetzt erstmal parallel und gleicht sich so ein bisschen aus. Auf Dauer wird es deswegen zumindest für die nächsten Jahre wahrscheinlich eher so bleiben, dass man jetzt nicht besonders viel günstiger wird, vielleicht sogar etwas günstiger, wie gesagt, wenn die EEG-Umlage komplett abgeschafft wird, was ja politisch auch jetzt gerade vor der Bundestagswahl von vielen Parteien diskutiert wird. Aber jetzt war das ja so bei der Mehrwertsteuergeschichte, ich greife das nochmal kurz auf, da haben ja viele den Vorwurf gehabt, ja, die Unternehmen geben diese Mehrwertsteuersenkung gar nicht weiter. Also ihr habt es gemacht, viele, viele Unternehmen haben es gemacht, nicht alle. Manche haben sich diese 3% oder einen Teil davon einfach eingesteckt. Wie siehst du das? Euer Unternehmen sagen, ja, wir sind ja, glaube ich, so 6 Cent oder so, 6,5 Cent macht die EEG-Umlage aus. Mhm. Würdet ihr dieses Geld oder diese Summe an eure Kunden weitergeben oder würdet ihr sagen, wir nehmen einen Teil davon, um andere Preissteigerungen auszugleichen? Genau, das muss man dann natürlich immer die konkrete Situation sehen. Ich meine, ganz generell kann man, glaube ich, sagen, jetzt mache ich doch nochmal ein bisschen Werbeblock, dass wir ein Unternehmen sind, bei dem eben nicht die Rendite ganz oben steht. Also es wäre dann wahrscheinlicher, dass man sagt, okay, man hat hier spannende Energiewendeprojekte, die ein gewisses Investitionsvolumen erfordern und gibt deswegen die Senkung vielleicht nicht komplett weiter, um da eine gewisse Refinanzierung zu haben. Aber wie gesagt, ganz generell sind wir eigentlich nicht daran interessiert, riesige Gewinne zu machen und irgendwelche Shareholder-Values zu bedienen. Und dementsprechend würden wir tendenziell, wenn es uns möglich ist und wenn die Kostenstrukturen es hergeben, auch Entlastungen weitergeben. Aber das kann man jetzt eben noch nicht, also erstens mal wissen wir auch noch gar nicht, welche Kostenentlastung konkret kommt und könnten wir jetzt eben auch noch nicht eins zu eins so versprechen, weil eben sehr viele Faktoren da reinspielen. Jetzt höre ich auch öfters mal ich will es gar nicht Vorwurf nennen, aber die Anmerkung, es macht gar keinen Sinn, einen Ökostromvertrag abzuschließen, weil die großen Mengen an Ökostrom, die werden nicht durch Ökostromverträge generiert, sondern durch die EEG-Umlage bzw. durch die EEG-Vergütung, dass also Bürger, Energiegenossenschaften und so weiter großen Anlagen bauen, da entstehen die großen Mengen. Macht es aus deiner Sicht trotzdem Sinn, einen Ökostromvertrag abzuschließen bei einem der großen Ökostromanbieter in Deutschland? Ich würde da tatsächlich einen Unterschied machen und vielen Kritikern und Kritikerinnen durchaus recht geben, dass sie sagen,
viele der Ökostromverträge bringen keinen Mehrwert für die Energiewende, machen nichts für den Ausbau erneuerbarer Energien, weil eben gerade bei den großen Anbietern oder bei Discount-Anbietern wird Graustrom von der Börse einkauft. Der wird mit Herkunftsnachweisen aus anderen Ländern grün gefärbt und dann unter diesem Label vertrieben. Aber es passiert hier in Deutschland überhaupt keine Änderung. Es gibt aber eben doch durchaus Angebote, die einen Mehrwert bringen. Und damit meine ich nicht nur uns, sondern es gibt auch einige andere. Also gerade, es gibt ein paar Labels, das grüne Strom-Label, mit dem wir zertifiziert sind, aber auch das OK-Power-Label, wo andere Anbieter sind, bei denen wird eben wirklich versichert, dass erstens die Energie hier in Deutschland eingekauft wird, damit auch ein Anreiz besteht, hier neue Kraftwerke zu schaffen. Und zweitens, dass auch Fördergelder, also bei uns gibt es einen Fördercent pro Kilowattstunde, der dann wirklich in neue Projekte fließt. Also das wird eben nicht nur durch die EEG-Umlage angereizt, sondern es wird auch wirklich Geld generiert, um neue Investitionen in die Energiewende zu stemmen, um die Strukturen hier zu ändern. Und noch ein dritter Punkt, ich glaube, da gibt es auch wirklich einen Unterschied. Also jetzt kann ich es nur von uns sagen, machen andere Anbieter auch, aber wir haben halt jetzt wirklich seit diesem Jahr alte Windenergieanlagen unter Vertrag genommen, die keine Förderung mehr bekommen, die nach 20 Jahren ausgelaufen ist und die sonst eben gegebenenfalls vom Netz gegangen wären, wo wir den Weiterbetrieb sichern und damit eben auch diese Ökostrommengen, die da produziert werden. Und zweitens haben wir einige Solarparks unter Vertrag genommen, beziehungsweise einen Teilpark sogar selbst gebaut, der auch komplett ohne Vergütung auskommt. Also da ist dann eben nicht mehr die EEG-Vergütung der Treiber, sondern wirklich rein marktlich die Stromabnahme durch uns. Und so entstehen eben auch neue Anlagen. Und das, wie gesagt, zunehmend, die Vergütung ist ja in den letzten Jahren auch immer gesunken, zunehmend eben auch außerhalb dieses EEG-Systems. Und da gibt es eben auch wirklich verstärkte Entwicklungen auf bundesdeutscher Ebene, aber auch gerade auf europäischer Ebene, die sehr stark in diese PPA nennt sich das dann, so ein direkter Stromabnahmevertrag, in diese PPA-Richtung zielen. Also wahrscheinlich werden wir 2030 viel weniger dieses EEG-System noch haben als heute oder vielleicht sogar auch schon 2025. Und es wird viel mehr auf die freie Projektierung und Abnahme von Ökostrom ankommen. Und da gibt es eben wenige, die da wirklich so schon engagiert dahinter sind. Und diese Unternehmen kann man eben mit dem eigenen Stromvertrag doch noch stärken und damit auch doch was für die Energiewende tun. Okay. Ein Punkt habe ich noch, und zwar vor ein paar Monaten kam der Begriff Doppelversorgung auf. Und zwar im Zuge der Diskussion um die auch Neugestaltung des EEGs. Da gab es von der Bundesnetzagentur verschiedene Modelle, wie in Zukunft auch gerade mit Altanlagen umgegeben werden soll. Du hast es gerade angesprochen. Und da kam so ein bisschen Kritik auf oder die Tatsache ein bisschen hoch, war mir auch noch nicht so richtig bewusst. Ich betreibe ja zum Beispiel selber auch eine PV-Anlage, die erzeugt Strom, speist die ein, Teil davon verbrauche ich selber, aber mein Stromversorger weiß gar nichts davon, ob ich die überhaupt betreibe und wann die wie viel Strom erzeugt. Nun muss aber der Stromversorger über diese Standard-Lastprofil-Geschichte ja immer Strom quasi für mich ins Netz einspeisen. Und damit entsteht diese Doppelversorgung. Und im Zuge müssen eventuell erneuerbare Energienanlagen abgeschaltet oder abgeregelt werden, weil dann zu viel Strom im Netz ist. Wie siehst du das? Ist das tatsächlich ein Problem oder ein Ding? Und wie löst man diesen gordischen Knoten auf? Also, ja, es ist wohl ein Problem. Also die Bundesnetzagentur hat es ja ausgerechnet. Ich glaube, es war eine Höhe von 2,6 Terawattstunden, die da im System sozusagen doppelt erfasst wird, beziehungsweise die produziert wird, obwohl sie gar nicht produziert werden müsste. Allerdings sind die Überlegungen, die Bundesnetzagentur da hatte, vielleicht perspektivisch richtig. Und irgendwann, wenn wir mal den großen Smart Meter Rollout haben und alle haben so ein Ding zu Hause, dann kann man das vielleicht auch so regeln. In der aktuellen Situation fanden wir das viel zu übertrieben und kleinkariert, dass man da jede Kilowattstunde von Kleinanlagenbetreibern erfassen muss. Also du hast es gesagt, bisher wird der Stromverbrauch über ein Standardlastprofil eigentlich bilanziert. Es gibt ja aber auch bisher schon nicht nur das eine Standardlastprofil, sondern es gibt auch heute das von einem Bäcker, von einem Supermarkt, von einem Privathaushalt. Also aus unserer Sicht, und das haben ja auch viele andere Experten und Expertinnen vorgeschlagen, könnte man einfach so ein Prosumer-Standardlastprofil oder vielleicht sogar auch mehrere abgestufte, je nach Anlagengröße oder mit Batterie und ohne, könnte man da auch angepasste Standardlastprofile machen.
die eben die Einspeisung, die du hast, oder den verschobenen Verbrauch, ich weiß nicht, ob du auch einen Batteriespeicher hast, aber dass man das einfach von vornherein mit berücksichtigt, die Haushalte dann entsprechend einkategorisiert und dann hat man diese Doppelbilanzierung gar nicht und das Problem nicht. Mhm. Oder zumindest nicht, wenn man skaliert. Aber so funktioniert die Energiewirtschaft auch heute schon, dass eben nicht jeder Haushalt als solcher betrachtet wird, sondern dass eben eine Aggregation von ganz vielen Haushalten zusammen funktionieren, man das auch sehr genau voraussagen kann. Mhm. Und das könnte man eben mit allen Prosumer-Haushalten genauso machen. Toll. Also ihr merkt, es gibt jede Menge echt spannende Fragen. Das waren jetzt wieder 3 Fragen und wir haben schon wieder, keine Ahnung, 15 Minuten darüber gesprochen. Ihr habt vielleicht auch noch Fragen, In-Deep-Fragen, die wir dann auch mal gerne an Sven weiterleiten. Vielleicht nochmal für den dritten und den vierten Teil. So weit sind wir ja nicht weg irgendwie voneinander und können das ja vielleicht auch gerne mal wiederholen. An der Stelle sage ich dir nochmal, Sven, jetzt auch beim zweiten Teil, vielen Dank für die tollen Einblicke und ja, Ausblicke vor allem in dieses ganze Thema. Ich finde, es macht Mut, weiterzumachen und dran zu bleiben. Man spürt ja hier auch so im wahrsten Sinne des Wortes die Energie, die bei euch allen drinsteckt, das Thema voranzubringen. Ich hoffe, dass bei euch das ist auch der Funke wieder ein bisschen übergesprungen. Ich weiß, dass man ab und zu mal wieder so einen kleinen Tritt braucht, um irgendwie weiterzumachen. Also, wenn es euch gefallen hat, dann ihr wisst, was jetzt kommt. Lasst gerne ein Abo für uns da. Das finden wir mal super. Und auch einen Daumen nach oben. Und wie immer, ihr wisst, ihr könnt bei uns auch gerne immer den Daumen nach unten geben. Und schreibt dann rein, was nicht so dolle war. Schreibt fleißig wieder in die Kommentare rein, was ihr gerne noch wissen möchtet, was euch weiterhin interessiert. Und von daher danke ich euch ganz herzlich fürs Zugucken. Denkt daran, wenn ihr noch Lust habt und es noch nicht gemacht habt, dann hier oben links, hat Steve gesagt, immer links oben verlinken wir nochmal den ersten Teil von unserem Interview hier mit dem Sven. Und dann, Sven, sage ich dir nochmal herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ihr da wart. Spannende Diskussion. Wir hätten, glaube ich, noch 3 Stunden weiterreden können, aber... Wer weiß, wie weit es jetzt noch geht. Wir lassen die Kamera einfach mal laufen. Und ansonsten sagen wir an der Stelle erstmal Tschüss aus der Kronenstraße, mitten aus Berlin, aus dem Edelanwesen von Natursturm. Also, tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.